Hallo meine stabilen Freunde, hier ist mein Busfahrer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Fernbus-Simulator und steig ein in den neuen Bus, weil am 9. Februar ist es soweit, da gibt es einen neuen Bus. Oder besser gesagt, zwei neue Versionen von den VDL-Bus. Und zwar den Futura FDD2. Es gibt den in der 131er oder in der 141er Version und ich habe die 141er Version. Ihr seht es, guck mal an, die Lüftungsanlagen. Mann, das geht aber ordentlich ab. Ja, ich will euch einfach mal mitnehmen und werden dann Richtung Arnheim. Wir sind gerade in Dortmund, da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Wir gehen mal ganz kurz hier rein in diesen Bus, guckt euch das mal an. Also die Busse sind ja immer ganz herrlich gestaltet. Ach ja, sehr, sehr schick. Oh, hier mit dem Licht hier oben. Uiuiui, na gut, dann gehen wir mal runter hier. Klack, 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 klack. Hier ist mein Arbeitsplatz. Boah, so sieht er wohl aus. Und hier unten sieht er aus wie Business Lounge, ne? Hier sogar mit Küche und da kann man hier hochgehen. Ah, okay. Dann setzen wir uns einfach mal hin oder ganz kurz nochmal raus. Diesen Bus, wie gesagt, den wird es als DLC geben für den Fernbus-Simulator oder für den Tourismus-Simulator. Wird knappe 15 Euro kosten. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ah, ist ganz schön teuer, aber ihr braucht nur einen von den DLCs kaufen. Und dann soll es eigentlich auch gehen. Ja, und dann sollt ihr auch quasi den Bus von einem der beiden Spiele nehmen. Ich denke mal, der Großteil der Leute wird wahrscheinlich den Fernbus-Simulator immer noch auf der Platte haben. Also ich habe den noch auf der Festplatte, weil ja, ich finde den Tourismus-Simulator auch nicht schlecht, aber ich kann mit der Insel irgendwie nicht so richtig was anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das System, dass man da so eine Firma hat, das ist eigentlich ganz angenehm, aber irgendwie hier meine Touren hier in Deutschland oder jetzt hier Richtung Niederlande, ist ja ein neues DLC, was dazu gekommen ist. Das ist auf jeden Fall schön. Ich habe hier Winter drin. Ich nehme das hier am 16. auf. Ich habe das auch hier am 16. eingestellt. Ihr werdet das am 17. erst sehen. Ja, komm hier rüber über die Olga. Oh, wir müssen hier lang. Ja, wollen wir ein bisschen aufs Navi achten hier. Ja, so wie ich gehört habe, sollen ja auch einige Busse dann auch komplementiert oder sollen dann quasi auch in The Bus reinkommen. Ich denke mal, dieses Jahr wird das Jahr von The Bus sein. Und ich denke mal, ein großer Teil der Leute wird sich schon sehnsüchtig auf The Bus freuen, so wie ich auch. Bin echt gespannt, doch gerade so, wie der Multiplayer funktioniert und wie der Mod-Support, da bin ich echt... wenn man jetzt sieht, dass selbst der Euro-Truck-Simulator sich jahrelang dagegen gesträubt hat, sich irgendwie... ja, Multiplayer-Part reinzubauen und jetzt sowas trotzdem irgendwie macht, weil sie merken, ja, ohne Mod-Support, ohne Multiplayer kannst du heutzutage kein Simulationsspiel mehr auf den Markt bringen. Ist nun mal so. Das ist vergebene Liebesmühen. Ja, die großen Spiele, die werden immer wieder gezeigt, weil das Interagieren mit den Freunden, das ist halt das schön, aber ich muss auch immer wieder sagen, ich finde das so herrlich, dass hier der Fernbus-Simulator immer noch unterstützt wird. Ja, das finde ich echt sehr, sehr hübsch. Ja, hier haben wir ja schon das Wettersystem drin. Ja, so ein Season, dass wir hier selbst unsere Tageszeiten, ob im Sommer, Winter, das ist auf jeden Fall richtig schön. Boah. Ich habe jetzt aber keinen Schnee oder so, ich wollte... einfach, dass hier schönes Wetter ist. So. Okay. Ah, hier kann man alles einstellen hier. 35 Grad habe ich eingestellt. Oh, war Hitze, wa? Ja. Ja, haben sie wahrscheinlich Fenster offen. Ganz bisschen kann man den Bus ja konfigurieren. Und zwar hat man ja hier... ich habe hier die Mirror-Cams wieder drinnen. Und dann habe ich die Felgen draußen auch noch ein bisschen geändert. Sieht jetzt so schwarz aus. Also sonst hat man hier so eine Abdeckkappen, bin ich jetzt nicht so der Freund. Also ich fand das so angenehmer. Nur mal so. Diejenigen, die sich da fragen. Oh, die Polizei. Eieieiei. Warten wir mal schön. Ist das eigentlich ein ganz, ganz neuer Mod? Mod sag ich schon. Bus auf der Höhe der Zeit. Wann ist denn der eigentlich jetzt so herausgekommen? Also. Der hat ja hier noch Rundinstrumente, der jetzt noch keine, wie soll ich sagen, solche Digitalinstrumente. Das ist ja auch ein bisschen
auch in der Busbranche was passiert, ne? Oh, guck mal an, wie die Sonne hier. Oh, schön. Also sieht ja sehr herrlich aus. Ein wunderschöner Tag. Es liegt überall Schnee. Bei euch wahrscheinlich auch. Bei uns hat es auch noch ein bisschen geschneit. Aber es ist jetzt nicht so wie, wie vielleicht unten im Süden von Deutschland oder Österreich, Schweiz. Oder richtig viel, wo da schon ein bisschen Chaos ist. Also ich habe schon von Leuten gehört, die haben da wirklich bei 2 Stunden gebraucht, um nur ein paar Kilometer zu fahren, um einkaufen zu gehen. Ja, weil wir dürfen ja nicht weiter 50 Kilometer raus. Ne? Naja, ja, alles klar. Aber ich bin echt gespannt. Das Jahr 2021 hoffe ich immer noch, dass es ein gutes Jahr wird. Und ich sage immer wieder, TML Studios, wenn ihr merkt, es ist, es funktioniert nicht so mit euren System, also ihr habt da zu viele Probleme, dann wartet lieber ab, auch wenn der Investor oder großen Publisher da ein bisschen Stress machen, versucht das auf jeden Fall so viel Features wie möglich reinzubringen. Beste Beispiel, wo ich sehr große Hoffnung hatte, war der Eurocoach Simulator, Mann, On the Road, ja. Das ist viel versprochen, aber dann leider nicht viel gekommen. Und die Ideen waren ja, die Ansätze waren ja super, ne? Aber das ist halt. Es muss nicht gleich zum Anfang Multiplayer irgendwie da sein oder Bereich, wie man das mit den Mods macht, etc. Aber so eine gewisse Roadmap, wo die Leute sich so ein bisschen, naja, auf einstellen können. Weil ich kann mir vorstellen, dass Bass so in der Art den OMSI irgendwie vielleicht ablösen. Ja, mit der Mod-Community, mit den ganzen Features, was es da alles gab, aber halt einsteigerfreundlich. Also Bass wird wahrscheinlich nicht so ein Technikmonster sein, wie zum Beispiel der OMSI. Da habe ich gar nicht durchgesehen. Wollte ich einfach mal kurze Tour machen, da ging gar nichts. Ich habe nichts verstanden. Das war mir alles nicht zeitgemäß. Ja. Wir dann klick machen und dann also den Idiotenmodus, also so wie ich jetzt hier fahre, oder halt oder jeden einzelnen Knopf, und das sollte immer die Möglichkeit geben, den schnellen Spaß hier zu machen oder halt hier für die Hardcore-Freunde. Ich bin ja mal gespannt. Vielleicht, aber nur vielleicht, kann man ja dann auch ein bisschen was zeigen, wenn dann schon die Beta-Version ist. Oder dass man das anguckt und dann vielleicht mit den Jungs auf Discord mal eine Runde redet, was man gut findet, was man nicht gut findet, etc., etc., etc. Das, da würde ich auch ein bisschen Zeit investieren, weil ich denke mal, es könnte ein gutes Projekt werden. Aber wir warten mal lieber ab, ne? Wir haben schon sehr oft immer gedacht, es wird ein gutes Projekt, und nach eben war das dann nicht mehr so, ne? Also zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, fand ich das Prinzip hier von dem Firefighting Simulator, wo die ersten Videos gesehen haben, dachte ich, boah, geil, und dann hat man ja jahrelang nichts mehr gesehen, und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr, ich habe ein paar Folgen gedreht, ich habe keinen Bock mehr, weil wenn ich bei der Feuerwehr bin, dann will ich auch in meiner Lobby irgendwie ein bisschen rumlaufen und dann meine, ja, entweder random irgendwas und dann mit den Leuten mal so ein bisschen rumfahren und nicht dieses Skriptete. Ne? Das finde ich dann mal so ein Skript ablaufen lassen, ja, aber da fehlt so viel. Und irgendwie hat das meiner Community, oder man hat das mir wahrscheinlich angemerkt, dass es einfach nicht so weit war. Uiuiui. Und eine andere Sache ist, in jedem Simulationsspiel muss auch ein Fotomodus drin sein. Habe ich mich aber jetzt ein bisschen vertan, wa? Ja, da habe ich auch geschrieben, ob da irgendwie was kommt wegen Fotomodus, dass man einfach mal, wenn man jetzt für sich alleine spielt, ja, ja, dass man dann einfach so das Spiel pausieren kann, geht in den Fotomodus, und dann kann man sich das einfach mal ein bisschen angucken, aber nee, da war irgendwie nichts weiter geplant, und das fand ich irgendwie, da war bei mir schon, nur wegen so einer Kleinigkeit, ja, war bei mir schon die Lust irgendwie raus, ja. Es ist irgendwie, ja, da bin ich schon ein bisschen eigen, muss ich auch zugeben.
Ja. Oh. Weiß gar nicht, soll eigentlich was für die Konsole eigentlich rauskommen? Ich würde es für die Leute natürlich begrüßen, ne? Dass sie das dann auch machen können und spielen können. Ja, das hat man ja gesehen beim Landwirtschaftssimulator, das ist auf den Konsolen ja auch verdammt gut angekommen. Also wir haben noch ein paar Kilometer zu fahren. Das läuft ja hier wie ein Länderspiel. Ich finde das. Ui. Wir müssen jetzt hier runter. Richtung Arnheim fahren wir ja heute. Ganz schön überblendet hier alles wach. Ja, die Sonne steht halt so. So doll bremsen. Aber haben wir eigentlich. Jetzt mal an die Fachleute, die regelmäßig so Bass, ach hier, den Fernbus-Simulator spielen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Gibt es eigentlich schon so eine Blinkerkamera? Wenn man blinkt, dass der dann in die Richtung guckt? Würde mich auch interessieren. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, mich mit den ganzen Spielen so auseinanderzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie denn die Prioritäten denn beim Fernbus-Simulator denn liegen, wenn Sebastian rauskommt, ob dann noch irgendwelche DLCs oder Erweiterungen. Ich würde es einfach mal oben lassen und dann immer mal wieder eine Tour drehen mit dem Spiel hier. Aber dann sollte der Fokus doch, denke ich mal, auf den neuen Bus-Simulator sein. Es soll ja dann noch einen anderen, es soll ja ein paar neue Simulationsspiele kommen dieses Jahr, die den Bus doch in den Fokus setzen. Wahrscheinlich, weil sie denken, alle, ja, wird wahrscheinlich gut, denn hier Bus-Simulator 21, ja, da hat man so ein Arcade-Busspiel, sage ich mal so. Da werden wir bestimmt mit den Jungs mal ein paar Livestreams machen, aber es wird jetzt kein Dauerprojekt werden. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es noch ein Dauerprojekt werden wird. Denn das ist noch irgendwie so ein Busspiel, wo man in Europa, jetzt aber nicht mehr auf den Namen, und hier Tschernobyl irgendwie da rumfährt und ja, bla bla bla, und China, glaube irgendwie, es gibt irgendwie noch drei, vier andere, ja. Jedenfalls, eins sieht noch sehr interessant aus, aber ich denke mal, wenn TML Studios das richtig angeht und sich Zeit lässt und schon, wenn nur ein abgespeckter Multiplayer und gerade Mod-Supporter, ich sag euch, macht das einfach rein, sonst habt ihr, so wie mit dem Fernbus-Simulator, was eigentlich ein gutes Spiel ist, bei Spitkindern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute das jetzt momentan denn immer spielen. Ne? Ja, man kann ja bei den Steam-Charts dann wahrscheinlich ein bisschen gucken. Die Hersteller haben ja, wenn über Steam die Spiele vertreiben, ja, die auch die Möglichkeit, sich da ein paar Eckdaten rausziehen zu lassen. Ja. Und zu schauen, das ist ja halt wesentlich interessanter, ne, als wenn man das vielleicht noch. Da kriegt man halt, muss man natürlich auch bezahlen dafür. Also ne, für die verkauften Spiele muss man halt mal ein bisschen was Gegenleistung machen. Dann kann man halt, was gibt's alles? Welche Systeme verwenden eigentlich die hauptsächlich die Spieler? Das ist eigentlich ein richtig schönes Ding. Also ich muss sagen, auch so von den Bussen her, die sehen immer sehr gut aus. Also von den Fahrzeugen sehr, sehr schön. Ja. Kann man nicht meckern. Hier mit den Mirocams. Ich habe jetzt selber noch keinen Bus so richtig gesehen mit Mirocams. Und ich denke mal, der Busbranche geht es jetzt momentan auch nicht so gut. Ich sehe, na gut, man sieht eigentlich so gut wie gar keine Busse jetzt so rumfahren, ne? Ich habe jetzt auch Freitag, wo ich nach Hause gefahren bin von Arbeit, habe ich auf der ganzen Fahrt auf der Autobahn zwei Pkw, nee, zwei oder drei Pkw gehabt, alles andere war Lkw. Ja, weil ein Großteil zu Hause sein muss jetzt, ne? Und nicht arbeiten darf. Ach so, was ich denn noch sagen wollte. Es
Es gibt natürlich noch einen, der hier mit Bussen und so agieren möchte, und zwar der Lotus Simulator. Aber da bin ich jetzt momentan ziemlich ernüchternd, weil ein Spiel 100 Jahre in die Early Access bringen, ja, wie manche das auch gemacht haben, Captain Props, ups, da gab's einen Buckler. Wie gesagt, ich bin hier in der Beta-Version, das ist noch nicht die finale Version, die ich jetzt hier spiele. Und da muss ich ehrlich sagen, die Leute verlieren das Interesse. Ja, und dann kann man 10-mal sagen, dieses Spiel ist nur für die Hardcore-Leute, die da jetzt schon anfangen wollen, irgendwelche Sachen zu implementieren. Also Mods und Unterstützung. Ja, ist ja alles schon gut, aber dann darf man das auch nicht frei verkäuflich machen. Dann muss man das an einem kleinen Bereich irgendwie geben, die sich das angucken können und ihr Feedback geben. Ja, das ist aber dafür dann Geld zu verlangen, und das ist dann noch so und so viele Jahre oder immer noch in der Early Access. Ich glaube, es gibt irgendwo, lass mich lügen, 2 oder 3 Jahre kann man ein Spiel bei Steam in der Early Access, und dann muss das dann irgendwann draußen sein. Irgendwie so, es gibt irgendwo ein Ablaufdatum, ja, das kann man ja nicht 100 Jahre da drin lassen. Aber da habe ich jetzt auch nicht mehr so große Hoffnung, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt, weil die haben sich wahrscheinlich zu viel vorher. Straßenbahnen, Busse, Flugzeuge, LKWs, alles wollen sie, Schiffe, alles wollen sie rausbringen. So, wenn die nur einen kleinen Teil da rausbringen, ist die Grafik jetzt schon so schon veraltet. Ja, wie man jetzt bei SCS sieht, dass sie das Spiel ja immer wieder auf den neuesten Stand behalten, finde ich das echt interessant, ne? Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Aber ich bin auch gespannt, wie der Landwirtschaftssimulator dann aussieht. Ob wir da einen grafischen Sprung irgendwie sehen. Ob wir bei den KI-Fahrzeugen nicht, dass sie so dämlich sind, wie sie sonst immer sind. Also sie sind ja wirklich, wer sich über den Euro-Truck-Simulator, über die KI aufregt, der soll sie einfach mal den Landwirtschaftssimulator spielen. Also das ist wirklich, das ist echt unterste Hauptschule oder so. Oder wie das heißt. Oder Baumschule. Das wollte ich sagen, Baumschule. Der Lehrer Ast, ihr wisst, kennt den. War ein guter Lehrer. Kennt gut. So, warte mal, wo sind wir denn eigentlich jetzt? Ups. Wie viele Kilometer haben wir denn eigentlich noch? Warte mal, wir sind jetzt, wo sind wir denn? Ach, wir sind, oh, wir haben ein ordentliches Stück schon gefahren. Wir sind jetzt auf der 3. Da ist jetzt Parkplatz, und dann müssen wir hier in Arnheim. Naja, läuft. Ups. Ach, das ist mal ganz interessant. Wir wollen der Fernbus-Simulator fahren. Schönes Ding. Schubrakete. An hier ein bisschen Autobahn. Kann ich ein bisschen entspannen und ein bisschen reden. Aber ich muss sagen, immer mal so eine Folge Fernbus-Simulator kommt ja bei euch eigentlich auch immer ganz gut an. Ne? Also, das gefällt euch ja. Dass ich das da mal so gestalte. Wenn wir dann ein bisschen mehr Zeit haben, dann können wir auch gerne mal wieder einen Livestream reinhauen. Ja, so auf den Samstag und Abend mache ich dann, wie wir es jetzt mal machen, eine Runde Singleplayer und was anderes. Für die ganz Harten unter euch. Weil ich finde es eigentlich ganz gut, ihr könnt es ja mal reinschreiben. Ja, gerade beim Straßenwechsel hat er manchmal so, beim linken Straßenwechsel hat er manchmal so ein Gedankenslücken, ne? Dass man da Simulationsspiel vielleicht bringt. Jetzt war ja die ganze Zeit immer ein bisschen Hobby-Galoppi. Hat man eben Meister hier rein. Oh, wir müssen ja hier ab. Oh ja, wenn hier viel Verkehr ist und ich fahre hier rüber, irgendwie muss da. Hat er hier jetzt so seine Probleme, ne? Wie gesagt, ist noch nicht final alles. Ich bin hier im Beta-Stadion. Wollt ihr nur mal sagen. Zeigt er mir irgendwas an? CPU, die du das alles aus. Alles. Oh, fahr mal. Ach, schön hier mit dem Bus.
herrlich. Das da? War das ein Löwe da oben, oder? Willkommen in Arnheim. Wir sind in Arnheim angekommen. Naja, super. Schöner Bus. Ist wirklich schon eine Granate, ne? So, hier haben wir mal rein. Sag mal, hier liegt gar kein Schnee so richtig, wa? Boah, hier ist aber ein paar Ruckler hier. Ich spiele es wirklich auf den höchsten Details hier, 1440. Ist da irgendwo Probleme? Ah ja. Wahrscheinlich wird noch alles ein bisschen gepolished. Und der Maximus ist eindeutig zu schnell hier. Hier ist der Schnee schon weggeschmolzen. Was ist da los? Aber ist ja auch, hier oben ist ja auch weiter gar nicht so viel Schnee, ne? Hier oben. Also die Wahrscheinlichkeit sehr gering. So, willkommen in Arnheim, an der Brücke, die Brücke von Arnheim. Wer kennt den Film? Aus Leverkusen. Ja? Sehr. Deutsch schreiben hier. Aha. Die Bäume sehen aus wie die Äste, ne? Oh, was ist denn das für ein Turm hier? Was ist denn das hier, Freunde? Ist das hier irgendwie sowas wie ein Fernsehturm oder Beobachtungsturm für. Ach, warte mal. Ist. Nee, das ist. Hier ist ja kein Meer, oder? Nee, hier ist kein Meer. Ja, da könnt ihr mal reinschreiben, warum ist da so ein großer Turm? Ich hab keine Ahnung. Aber fetzt irgendwie, ne? Guck mal auf, wir sind ja da, wir sind da! Gucke an! Freunde! Bitte aussteigen, Busfahrer Maximus hat euch, ja, hoffentlich zu vollster Zufriedenheit. Hier, na, stehen Sie hier. Ja, abgeliefert. Ja, also, das war die erste Fahrt mit diesem neuen Bus. Schönes Gerät. Werd ruhig und gediegen. Was wir nicht schaffen, ist bleib liegen. Gefällt mir. Ja, gut, die KI ist jetzt auch nicht hier die hellste, ne? Aber egal. So. Kommt am, ja, Anfang Februar, kommt das dann raus. Dann könnt ihr dann ein bisschen rumjuchteln. Könnt ihr mal reinschreiben. Wollt ihr euch das DLC oder wartet ihr einfach nur auf The Bus und da legt er dann halt richtig los? Ja, könnt ihr mal reinschreiben. So, aber wie gesagt, ich denke mal, nicht jeder Bus wird zum Anfang ja, implementiert sein, auch wenn er das DLC gekauft hat. Vielleicht wird durch die Mod-Community dann so eine Fernstrecken, sagen wir mal, ihr fahrt ja sonst immer nur durch Berlin, bauen sie dann halt eine Fernstrecke von Berlin nach Dresden auf der A13 und dann in dem Zuge kann man dann auch diese Busse nutzen. Was, wenn man mit Nahverkehr mit so einem großen Bus, ist ja nicht gerade zielführend, ne? Und ich bin auch gespannt, ob die so einen Elektrobus oder so reinbringen oder Wasserstoffbusse. Das wär's. Und ein Level-System, wenn du so und so viele Kilometer gefahren hast, dann ja, kriegst du ein. Ist da halt ein geiler Typ, ja. Dann kannst du dir einen Patch irgendwie hinknallen auf dem Bus, so wie, ja, 10.000 Kilometer unfallfrei gefahren. Diesen Patch würde ich wahrscheinlich nicht kriegen, aber, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, das soll es gewesen sein. Maximus ist erstmal fertig. Ja, mal gucken, wenn wir das nächste Mal sehen. Lasst ein Däumchen da und drückt auf jeden Fall auf die Katze. Das ist wichtig. Umso schneller ich das geschafft habe, umso mehr Zeit habe ich, mit euch sowas live zu machen. Da haben wir doch alle ein bisschen mehr Bock drauf, ne? Also, mit den Worten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns spätestens morgen beim RTS-Livestream. Also, bis dahin, haut rein. Bye, bye.